Wiesen wie diese sind wahre Naturschätze. Es sind einzigartige Rückzugsgebiete für eine Vielzahl von Insekten, deren Zahl immer weiter sinkt. Hier wird nicht gedüngt und auch nicht mehrfach im Jahr gemäht. Und auch der Einsatz von Pestiziden ist strengstens untersagt. Hier sollen unterschiedlichste Pflanzen und Gräser im Jahresverlauf noch voll ausreifen und ihren Samen für das kommende Jahr abwerfen können. Botanische Vielfalt, diesen Begriff gibt es in unserer ausgeräumten und oftmals totgespritzten Agrarlandschaft schon lange nicht mehr. Hier prägen seit Jahren oder Jahrzehnten Monokulturen das Landschaftsbild. Und was im Großen gang und gäbe ist, setzt sich auch im Kleinen fort. Auch ein perfekt gepflegter Garten mit Golfrasen ist ein toter Garten. Kaum ein Insekt wird sich dahin verirren. Es gibt einfach keine Nahrungsgrundlage mehr. Seit über 40 Jahren bringt das Bundesamt für Naturschutz die bundesweiten roten Listen der gefährdeten Tierpflanzen und Pilzarten in Deutschland heraus und macht so auf den Artenrückgang aufmerksam. Für das Insektensterben gibt es heute sogar den Sammelbegriff des Bienensterbens. Einer Studie des Entomologischen Vereins Krefeld, der Hellmann-Studie zufolge, ist die Biomasse der fliegenden Insekten in den vergangenen 27 Jahren, also von 1989 bis 2016, insgesamt um 75% zurückgegangen. Auch weitere nationale und internationale Studien belegen den drastischen Rückgang von Insekten. Das hat in der Folge auch gravierende Auswirkungen auf die Tiere, die von Insekten leben. Frösche, Fische, Eidechsen und natürlich die Vögel, um die wichtigsten zu nennen. Grund genug zu handeln. Das dachten sich auch die Mitarbeiter des Tom-Marktes in Schneeberg und starteten ihre Aktion Saatkugeln selbst gemacht. So, hallo. Wir haben heute hier unser Projekt Phoebe zieht um. Das heißt ein Projekt dafür, zum einen zum Tierschutz, dass unsere Bienen einen Lebensraum erweitert bekommen. Und da basteln wir heute unsere sogenannte Saatwurfkugel. Die besteht zum einen Teil aus Sand, aus Erde und aus ganz vielen kunterbunten Samen in jeglicher Variation. Man nehme eine Handvoll Erde mit gleicher Menge ungefähr mit Sand. Vermenge das schön. Die Erde muss dabei feucht sein, damit es die Konsistenz ergibt, dass es dann auch klebt. Dann nehmen wir jetzt einfach mal irgendeinen Samen. Genau, alles? Nee. So, dann macht man das wie beim Kloßbacken schön zu. Dreht das noch ein bisschen schön in der Hand, dass das sich auch ein bisschen mit vermischt. Lässt die Feuchtigkeit ein kleines bisschen mit austropfen. Und dann hat man eine sogenannte Saatwurfkugel, die man dann auch gerne bei lieben Nachbarn mit rüber über den Zaun werfen kann. Ne? Mit diesen selbstgemachten Saatkugeln kommt wieder etwas Blühendes in den Garten, was den Insekten als Nahrungsgrundlage dienen kann. Und auch die Mischungen sind so unterschiedlich wie die Insekten selbst. Es sind nicht immer die prachtvollen und gefüllten Blüten, die den Gärtner mit Stolz erfüllen. Es ist meist die einfache und schlichte Blüte, die von Insekten bevorzugt wird. Man sollte sich als Gärtner oder Verbraucher auch einmal fragen, woher die leckeren Früchte im Garten oder im Handel kommen. Blüten von Blütenpflanzen müssen bestäubt werden, um Samen oder Früchte auszubilden. Die älteste Bestäubungsart ist die Windbestäubung. 8,3% aller Pflanzenarten pflanzen sich sofort. Insekten bestäubt sind 90% der 250.000 Pflanzenarten. Bienen bestäuben Blütenpflanzen zu 16,6%. In Deutschland sind 3/4 der blühenden Pflanzen auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen. 4 von 5 davon werden von Honigbienen bestäubt. Für den Menschen leisten Insekten also einen enormen Dienst, auch wenn wir das nicht immer zu schätzen und zu würdigen wissen. Auf Obst zum Beispiel möchte heute keiner mehr verzichten.
Daher muss in der Menschheit schnellstmöglich ein Umdenken einsetzen. Lassen wir doch einmal ein vermeintliches Unkraut im Garten stehen oder bieten wir ein bunt blühendes Beet als Nahrung an. Die Insekten werden dankbar sein. Und was im Kleinen beginnt, könnte schon bald zum Vorbild der Landwirtschaft wachsen. Fazit: Jeder kann heute seinen eigenen Beitrag dazu leisten, das Insektensterben aufzuhalten. Das ist nämlich gar nicht so schwierig. Schon viele kleine Dinge können in Summe viel bewirken.